Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon Online Ranked Battles. Mein Name ist Lockezeit und letzte Folge, da habe ich leider mit Quasto ein bisschen versagt. Es war nicht so geil. 5 Kämpfe hintereinander verlieren ist nicht unbedingt ein Traumkampf, sagen wir so. Aber heute machen wir das Ganze mit dem Splatling Ultra Bass und ja, hoffentlich funktioniert es dieses Mal ein bisschen besser als das letzte Mal. Ja. Hoffentlich. Und ja, wird schon irgendwie funktionieren. Auf jeden Fall, ja, ich möchte jetzt vor die 11 Punkte da so schnell wie es irgendwie geht weg, sodass ich halt keinen Abstiegskampf an möglichen drin hab. Das wäre nämlich uncool. Aber hey, schauen wir mal, was passiert in der Makrellenbrücke, dem ersten Kampf des heutigen Tages. Übrigens, ich glaube, wir haben noch irgendwas Wichtiges zu erwähnen. Genau, das Testfire kommt ja demnächst, also für die Switch, also Switch Splatoon 2 und so, ihr wisst schon, das Übliche. Und ja, ich freue mich schon. Das Problem ist nur, ich kann am 24. jetzt, also da ist das erste Testfire eben, und da kann ich nicht direkt dran teilnehmen, also nicht gleich schon halt. Ich hab schon gewusst, dass ich abhauen muss. Okay. Oh, what the? Ah, und er stirbt nicht, okay. Und ja, da kann ich halt nicht direkt dran teilnehmen, weil, ja, da habe ich selbst eine Musi-Probe, Generalprobe, das kann ich nicht ausfallen lassen. Keine Chance. Und ja, dementsprechend werden wir jetzt einmal schauen, dass ich da was zum Glück. Also, ja, das wäre... Wahrscheinlich ist das, glaube ich, eh dreitägig, soweit ich das mitgekriegt habe. Und ja, dementsprechend werden wir auch das so machen. Ah, den geht gerade nicht. Okay. Und ja, das wäre der Plan. Dann mal so und halten wir uns defensiv, weil Splatling. Oh no! Defensiv, mein Junge, defensiv. Scheiß Carbon-Roller. Ist da eigentlich ein gegnerischer Sniper dabei? Ich habe jetzt gar nicht geschaut. Wurscht. Und ja, dementsprechend werde ich jetzt, ja, irgendwann die Tage das einmal so durchziehen. Nice kill. Okay, das bringt überhaupt nichts. Ist nur Reaction. Kurz mal lohnen. Hilft nix. Oh shit. Ja, das ist ein gegnerischer Sniper. Ich kann aber meinen Teamkollegen gerade nicht unterstützen. Okay, da haben wir nicht viel helfen können. Ah, kein Range. Ich hab schon Ahnung, dass du da herumlurkst. Na? Kein Gegner. Das wundert mich ein bisschen. Was tust du? Dann geh ich selber. Okay, so. Hat sich ausgezahlt. Okay. 37 ist verdammt gut. Weil, ja, wie ihr sehen könnt, haben wir auch ein bisschen Runspeed dabei. Das hilft natürlich beim Vorrücken und so. Sehr viel. Oh, shit. Er hat nicht so viel gebracht. Also mit Tötenden hinten. Ah, er flüchtet, schau dir an. So ein komischer Typ. Na gut, hinten gestoppt, das gefällt mir. Das ist ein Gegner, das weiß ich.
Diesmal nicht. Ich färbe nur ein bisschen auf der Seite, ne? Vorerst. Ah, dang it. Ich habe ihn auch geschwächt, aber das reicht halt nicht. Ja, na, zufrieden bin ich mit meinem Kampf jetzt noch nicht, aber hey, vielleicht wird's ja noch. Weil sie haben nur noch 10 Sekunden, um irgendwas kurz anzustellen. Okay, das haben wir mal durchgedruckt. Okay, nice. Ja, na, war gut. Und ja, dementsprechend, was ich eben vorhin gesagt habe, ja, am 24. wäre ich nicht dazu gekommen, dass ich direkt das mache, deswegen gibt es am 25. auch keine, ja, kein Testfire, wie man es so schön nennt, Splatoon 2 Testfire, aber ja, am nächsten Tag gibt es ja noch ein Ding und ja, dementsprechend wird dann gleich am 26. Fragezeichen, ja, ein Testfire da auf diesem Kanal hier sein, worauf ich mich schon freue, weil, hey, Switch steht da vor meiner Nase und ich freue mich schon, aber jetzt gewinne ich noch ein paar Kämpfe, das wäre der Plan, also da machen wir das. Okay, und beim Kampf Nummer 2 sind wir wieder zurück in der Dekapan-Station. Geschwind was zum Trinken geholt. Wahnsinn, okay, das ist jetzt knapp geworden. Dass ich da, ui, verdammt, rechtzeitig da bin. Ist ein kleines Wunder, aber hey, was ist? Ich habe jetzt aber gerade ein Problem mit der gegnerischen Teamzusammenstellung. Weil im Prinzip tötet mich alles und da habe ich nicht viel zum Sorgen dagegen. Also, hochdefensiv und unterstützen. Ja, fängt das schon. Der wird mir nämlich die ganze Zeit raiden. Die anderen, ja, einer hat die gleiche Waffe wie und ich bin jetzt nicht unbedingt voll gut. Na, zu spät. Okay, ist sie gerade noch ausgegangen? Ich muss das Ding da wegbringen, sonst passiert ja noch ein Unglück. Aber ich warte ein bisschen, bis dass wir ein bisschen einen Vorteil rauskriegen. Echt klappt. Ist das gut geht. Ich will gerade eigentlich nur das Safe machen. Wow! Was tut der da? Wow! Nice kill! Okay. Gefällt mir. Jawohl! Gefällt mir! Jetzt noch einmal gescheit. Wir führen! Ah, dang it! Jetzt probiert, dass ich da überlebe und mein Sprinkler den Rest erledigt. Aber dem war wohl nicht so. Wurscht, wir haben die Führung. Und das ist für den Anfang gut genug. Keine Ahnung, wer das war, aber wir haben das Ding getötet. Nice, okay. Das war ein Hero. Na, echt jetzt. Ah, shit. Nein, ich konnte nicht mehr auf. Shit. Na? Kannst du es denn nicht fahren lassen?
Wir haben beides gleiche probiert. Da ist er ein bisschen im Vorteil. Der mit 5 Punkte. Ah, ist ja ärgerlich. Hat sogar das schon eingefärbt. Okay, Zeit zum Vorrücken. War das feindlich oder freundlich? Ah, wo der... Nice kill. Ja, ich hab da sterben müssen, wegen der Zeit. Es war volle Absicht. So, die Sache ist die. Wir sind noch immer stark im Nachteil, weil 5 ist jetzt nicht unbedingt dazu, die einfach ist in der Map. Und dementsprechend würde ich jetzt gern. Oh, wir haben alles getötet. Ah, shit. Na, muss der Hundling. Mit Nahkampf schafft das. Das gibt's nicht. Okay. Jo, man, hilft nix. Vielleicht wird's noch besser. Brach. 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 2-6, ja. Ich hab schon vor dem Kampf gesagt, das wäre nicht gut von meiner Seite. Naja, ich hab's das gesehen. Ach, jeder Einzelne wollte mich einfach töten und es hilft nichts. Es hilft nichts. Außerdem Dekaban-Station ist meiner Meinung nach nicht gut geeignet für den Splatling. Ja, wer weiß. Auf jeden Fall, ich mach noch ein bisschen weiter und hoffentlich, ja, wird's noch besser. Okay, und da sind wir auch schon wieder zurück in der Dekaban-Station. Operation Goldfisch. Schauen wir mal, ob es jetzt besser geht. Wir haben 2 Sniper, der Gegner hat 2 Sniper. Mhm. Und er. Habe ich richtig gesehen? Ein Airbrush? Ich glaube, ich habe richtig gesehen. Hm, sehr interessant. Nice, okay. Hoho, Heroes, 46. Na, kann aufpassen dort. Nice, okay. Riskant, aber wurscht. Aue. Ja, keine Chance. Was hätte ich da tun können? Nichts. Na, eigentlich tatsächlich nichts. Ich würde gerne da nicht sterben, gell? Aber... aber... gut, dass sie lang gebraucht haben. Wohoho! Okay. Guter Stopp! Für das, dass wir Double Ding... Nice! Okay, das hat sich ausgezahlt. Ich war spät. Ja, okay. Ich habe was gut... 2 Hero Plays gehabt. 2 Hero Plays gefällt mir.
Aber wir sind schon am Vorrücken. So. Ding geht. Kannst du. Ah, nice, safe. Gut, dass ich noch lebe. Doch, da ist ein Gegner. What the? Ah, damit. Na gut, wenigstens verbraucht uns einen Haufen Zeit mit dem Vorrücken. Das ist auch nicht schlecht für den Anfang. Was ist das, ich da bin? Ah ja, hat noch gut. Ja, genau. Ah, gibt's ja nicht. Komm schon, mach der Hero. Ah, sie rücken zu schnell vor. Nicht gut. Ah, das Arschloch. Da kann ich nichts gegen den machen. Ah, ungut. Okay. Hilft nix. Hilft nix. Dammit. Ja, am Anfang haben wir schon gut gekämpft. Zwar Hero Plays dabei gehabt, aber es bringt uns nichts, wenn die Verteidigung null ist. Und ich auch keine Light Kill. 1-7? What the heck? Ja, ich habe noch zu lernen. Besser draufhalten auf den Gegner. Das muss ich noch am meisten lernen. Aber hey, vielleicht wird es ja besser. Ein neuer Kampf, ein neues Glück. Vielleicht diesmal besser? Hoffen wir mal. Okay, und da sind wir auch schon wieder zurück. Beim vielleicht letzten Kampf des heutigen Tages in der Dekaban-Station. Schauen wir noch. Kommt drauf an, was jetzt passiert in diesem Kampf oder was nicht passiert. So würde ich das sehen. Aber, ja, ich werde jetzt versuchen, diesen Kampf natürlich zu gewinnen, weil wer verliert schon gern, ganz ehrlich. Das ist nicht so geil. Aber, hey, wer schon geht. So gerne geschaut, was die Gegner alles für Waffen haben. Oh, ein Kill. Noch ein Kill. Na dann, gleich vorrücken. Willst du Fieri oder brauchst du noch eine halbe Stunde? Das gibt's ja nicht. One für One? Hey, wir haben die gleiche Waffe. Cool. Können wir ein bisschen viel vorrücken? Na, keine Chance? Okay. Dann nehmen sie einmal. Zu viel Leid um mich herum. Wir können nicht vorrücken, warum nicht? Sehr eigenartig. Geringfügig schneller, würde ich mir jetzt mal behaupten. Kurz defensiv aufbauen und ja, dann schauen wir mal. Ja, genau, das trifft mich noch. Ah, das gibt's ja nicht, aber gute Kills. Immerhin. Ja, auch gut. Ich habe böses Vermuten, dass da oben einer daherkommt. Das war sie vier, aber mal ein bisschen. Ui, was ein.
Interessant. Ah, so kämpft ihr. Okay, verstehe schon. Okay, das kann ich vielleicht nutzen in der Zukunft. Ah. Ja, aber er hat mich vorgeschwächt. Da habe ich wenig Chancen gehabt. Ich hätte niemals herunterspringen dürfen. Oh. Sicher würde ich zwar duellieren, aber... kein Gewinner schaut aus. Ich färbe nur einmal die Zone da ein. Das ist vorerst alles, was ich mich kümmert. Vorerst. So, Unterstützungs-Ultimate. Ah. Na, da war jetzt weit weg. Ah, Ding, verfehlt. Gut. Machen wir das anders. Ja, genau! Du hast mir nix gesehen. Oder hab ich. War jetzt schnell unterwegs? Ich hab mich bewegt, ja, aber nicht sehr schnell. Das sollte eigentlich. Nix sein. Ah. Der Hunter trifft. Ja, genau. Yokai. Was ist mit dem? Na gut. 54. Schauen wir mal, was passiert. Ultimate voran ist gut genug. Oh, sie haben nie die Kanone aufgenommen. Okay. Ja, in dem Fall. Einfacher Sieg. Obwohl ich noch immer nicht gut spiele. Na gut, was heißt das jetzt für mich? Naja, ihr könnt es glaube ich eh nämlich sehen. Ich habe schlecht gespielt. Ziemlich eindeutig. Aber gute Teamkollegen. Aber ja, wie ihr sehen könnt, gleich viele Punkte wie am Anfang der Folge. Sehr ärgerlich. Soll ich noch einmal... Eigentlich darf ich das gar nicht. So schlecht, wie ich jetzt gerade spiele. Und dementsprechend bedanke ich mich bei euch allen auch fürs Zusehen. Nächste Folge werden wir dann hoffentlich ein bisschen besser spielen. Mit einer anderen Waffe, definitiv. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Fertig.